Meine Damen und Herren, liebe Freunde, endlich, nach gefühlt endloser Zeit, haben wir wieder etwas Luft zum Atmen bekommen. Sehr spontan und urplötzlich wird überall geöffnet und gelockert. Dabei ist es noch gar nicht lange her, als in den Mainstream-Medien noch der Untergang beschworen wurde. Das wird doch wohl nichts mit der Europameisterschaft zu tun haben? Wer weiß. Aber momentane Lockerungen hin oder her. Die Vorbereitungen für den nächsten Lockdown sind schon in Arbeit. Glauben Sie nicht? Sie denken, Corona ist nun endgültig vorbei? Ich muss Sie enttäuschen. So leicht wird es nicht gehen. Die Bundesregierung hat gerade erst im Bundestag die sogenannte pandemische Lage mit nationaler Tragweite verlängert. Und zwar bis Ende September. Bis nach der Bundestagswahl. Praktisch. Dieser Schritt ist im Vorfeld mal wieder so gut wie gar nicht thematisiert worden. Und wenn, dann nur positiv. Denn immerhin würden daran Hilfszahlungen hängen. Was aber verschwiegen wird, an diesem Beschluss hängt einfach alles. Der gesamte Lockdown, die Maskenpflicht, die Testpflicht, Ausgangssperren, Schließungen, Kontaktbeschränkungen und so weiter. Wenn Corona doch vorbei wäre, wieso dann nochmals den Ausnahmezustand verlängern? Ganz einfach, weil man wieder verschärfen will. Nur eben gerade jetzt nicht. Denn momentan ist das natürlich schwer. Die Zahlen gehen runter in den Keller und die Menschen gehen raus in die Sonne und genießen das Leben und holen nach, was ihnen über Monate hinweg geraubt wurde. Mir kommt es so vor, als würde man uns lediglich eine kurze Verschnaufpause gönnen, bevor es dann wieder weitergeht. Ob es nun der nächste Corona-Lockdown wird oder dann eben ein Klima-Lockdown, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, diesen Leuten in der Staats- und Bundesregierung traue ich alles zu, nur nichts Gutes. Zeit für deren Abwahl. Aus dem Bayerischen Landtag, Ihr und Euer Ingo Hahn.